Schön, dass du wieder hier mit dabei bist zu einem Video zu den aktuellen Energien, denn wir haben den nächsten Vollmond am 7. Mai 2020 im Sternzeichen Skorpion und was das für dich bedeutet und wie du das vor allem für deine persönliche Weiterentwicklung nutzen kannst, das möchte ich dir hier gerne in diesem Video mitten aus der Natur erklären. Doch ich habe noch ein kleines Geschenk für dich und zwar gibt es jetzt für kurze Zeit mein Mini-Workbook Die vier Schlüssel der Persönlichkeitsentwicklung wieder kostenlos für dich. Ich packe dir den Link hier unter dieses Video, beziehungsweise wenn du den Podcast hörst, in die Shownotes und dann kannst du dir das kostenlose Workbook jetzt noch sichern, wenn du bereit bist, deine Persönlichkeit auf das nächste Level zu bringen. Ja, es haben jetzt vielleicht schon viele gehört, oh nein, Vollmond im Skorpion und viele haben mit Sicherheit ein bisschen Respekt vor diesem Vollmond, denn der Skorpion ist ein Tierkreiszeichen, was in die Tiefe geht. Es steht für einen Stirb-Werde-Prozess und für viele Menschen ist immer diese Konstellation ein wichtiger Wendepunkt, um nicht zu sagen ein Meilenstein in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und so wird es auch zu diesem Vollmond sein. Ein Vollmond ist immer dazu geeignet, etwas loszulassen und das hast du vielleicht auch schon bei meinen Kollegen gehört in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche. Viele sprechen gerade über das Thema Loslassen und darum soll es auch zu diesem Vollmond hier gehen. Es geht um das Loslassen und insbesondere um das Loslassen dieser Angstwolke im Kollektiv, über die ich schon in meinen letzten Videos gesprochen habe. Denn das größte Virus, was wir eigentlich haben, wir Menschen, das ist die Angst in unserem Kopf, die wiederum zu negativen Ergebnissen in unserem Leben führt. Um all das loszulassen, braucht es immer jede Menge Mut, denn irgendwann klopft unser Ego an die Tür und erinnert uns daran, dass doch vorher alles sicher war. Vorher konnten wir die Dinge einschätzen, wir haben uns sicher und geborgen gefühlt in unserer Komfortzone und jedes Mal, wenn du etwas loslässt, dann weißt du ja nicht, was Neues auf dich zukommt. Deswegen ist es für viele Menschen schwierig, diesen Schritt ins kalte Wasser zu machen, ins kalte Wasser zu springen und dann das Schwimmen zu lernen. Aber um Mut zu entwickeln, um Selbstvertrauen zu bekommen, ist dieser Schritt dringend notwendig in deinem Leben. Mein erster Tipp an dich ist, dass du nochmal so einen kleinen Scan machst in deinem Umfeld. Ja? Welche Dinge halten dich aktuell davon ab, deine Ziele zu erreichen, deine Vision zu verwirklichen, den nächsten logischen Schritt zu machen? Was bremst dich aus? Was sind das für Menschen? Was sind das für Gedanken? Was sind das für Gefühle, die dich immer wieder zurückschubsen? Denn ich weiß nicht, vielleicht geht es dir gerade auch so, dass du das Gefühl hast, dass sich irgendwas hier aus dem Jahr 2019 bei dir wiederholt. Das passiert immer, wenn wir nicht den nötigen Lernschritt im Jahr davor gemacht haben. Das heißt, es ist spätestens jetzt an der Zeit, das loszulassen, was dich schon im Jahr 2019 blockiert hat. Denn das kommt gerade hier an die Oberfläche sozusagen. Das ist auch ein Thema vom Skorpion, Unterbewusstsein. Es kommen gerade Dinge an die Oberfläche, die du vorher, und das ist ganz wichtig, dass du dir hier jetzt keine Vorwürfe machst, die du vorher nicht wissen konntest. Das sind zum Teil Kindheitstraumata. Es sind Dinge, die du vorher überhaupt nicht greifen konntest, egal was du für Tools hattest, egal was du für Kurse besucht hast. Es kommt immer alles zur richtigen Zeit zu dir und dieser Vollmond möchte uns daran erinnern, dass doch noch sehr, sehr viel im Verborgenen liegt. Egal wie gut du bist, egal welche Techniken du gelernt hast, es wird für jeden Einzelnen jetzt hier noch eine bestimmte Lernsituation geben, um in Richtung Selbstverwirklichung weiter durchstarten zu können. Doch was machen wir Menschen so oft? Wieder Thema Angst. Thema Angstwolke, wir bekommen Angst. Wir bekommen Angst, uns diese Dinge anzuschauen. Aber immer, wenn wir über das Sternzeichen Skorpion reden, bedeutet es auch, dass auf einmal unsere Schattenanteile anspringen. Die Dinge an uns, die wir nicht sehen wollen, die wir lange verdrängt haben. Aber das ist letztendlich der Schlüssel zum Ziel. Dass du lernst, all diese Anteile willkommen zu heißen. Denn das bedeutet noch lange nicht, dass du dich mit diesen Schattenanteilen identifizieren musst. Viele Menschen machen den Fehler und identifizieren sich mit diesen tiefen, schlechten, negativen Gefühlen, mit diesen Schattenanteilen, von denen wir doch alle nichts wissen wollen. Es ist einfach nur wichtig an dieser Stelle, diesen Schattenanteil zu sehen und anzuerkennen, damit er ins Bewusstsein kommt. Dann kann er heilen, dann kannst du das Ganze loslassen und schon geht es weiter für dich. Und dann kann dieser Vollmond auch wirklich ein Katapult sein, was dich gerade
viele, viele Schritte weiterbringen wird. Ich werde dir dieses Video hier schon natürlich vor dem Vollmondtag online stellen. Denn ich bin der Meinung, dass es jetzt schon wichtig ist, die Innenarbeit zu machen, die es erfordert, um deinen Zielen und deinen Wünschen näher zu kommen. Warte bitte nicht erst auf den Vollmondtag, auf den 7.5., sondern mach die Dinge, die es jetzt zu tun gibt. Schau dir insbesondere Sachen an, die dir helfen, Dinge loszulassen. Ja, Podcast-Folgen, es gibt auch von mir die Podcast-Folge Menschen loslassen beispielsweise, die dich unterstützen kann. Such gerade nach Unterstützung, die dir dabei helfen kann, diese Dinge loszulassen. Und ich sage immer, wenn du loslässt, ist es natürlich auch wichtig, energetisch diesen Platz neu zu füllen. Und das ist das, was wir Menschen am meisten fürchten, dass wir in dieses Loch stürzen. Aber je klarer du dir darüber bist, was du eigentlich wirklich in deinem Leben möchtest, was dich erfüllt, was dein Herz aufgehen lässt, also je eher du den Fokus ganz präzise hier setzt, desto besser wird es dir gehen und desto schneller wirst du aus so einem kleinen emotionalen Tief rauskommen. In diesem Sinne, es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist so wertvoll. Shine on, deine Sonja.